Aber nicht am Leuchtfeuer, weil sonst alles respawnt. Sondern wir gehen einfach zur André. Tachchen, André. Well, hello. You seem to be doing need anything. Jupp. Erstmal Waffe verstärken. Langbogen. Na, ich habe sogar 8 gebraucht. Okay. Rüstung verstärken. Elite-Ritter-Rüstung. So, Elite-Ritter-Helm. Elite-Ritter-Stulpen. Und Elite-Ritter-Gamaschen. Brauchen wir noch eine. Okay. So, Elite-Ritter-Gamaschen. So, und die letzte große Schärpe verbrauchen wir für die Elite-Ritter-Rüstung. So. Jetzt sind wir gut ausgerüstet für Sens Festung und was danach kommt, bis wir unsere bessere Rüstung finden und richtig tragen können. Gut. Also wieder ab in Sens Festung. Die Falle ist immer noch nicht geladen. Aber die beiden leben wieder. Wenn die beiden wieder leben, ist das nicht so toll. Aua. Okay, ich sehe es ein. Ich gehe mich heilen. Flakon wieder auffüllen und so weiter. Wow. Ihr verfolgt mich aber arg lang. Aha, jetzt seid ihr eingeklemmt. Und verschwindet einfach, weil ich hier raste. Tolle Logik des Spiels, oder? Gut. Jetzt müsste aber die Falle auch wieder scharf sein. Was sie aber immer noch nicht ist. Deswegen locken wir die Jungs einzeln an und töten sie auch einzeln. Genau. Au. So, erster Tod. Und der zweite kommt gleich, oder? Ja, genau. Der zweite schreit hier ein bisschen rum. Wow. Au. So, stirb einfach. Und wir heilen uns jetzt mit unserem neuen Talisman. Der genauso gut ist wie der alte. Beziehungsweise genauso gut heilt wie der alte. Obwohl ein bisschen besser, glaube ich. So, jetzt locken wir erst einmal dich hier an. Das war daneben geschossen, hä? So, jetzt haben wir dich aber getroffen. Ja, komm her. Na? Du scheinst durchzukommen. Aua. Wow, bei Sehen sollten wir doch nicht so übereifrig werden, sondern ihn einfach wegpusten. So. Als nächstes bist du hier dran. So, komm. Seht ihr, jetzt macht der Bogen viel mehr Schaden. Jedenfalls an dem da oben. Ups.
Ah, stirb einfach. Kannst du nicht einfach sterben? Du bist immer noch nicht tot. So, jetzt bist du aber tot. Gut. Wir haben den da besiegt. Dann können wir jetzt hier einfach mal durchgehen. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, von wo aus wir den einen tot geballert haben, da unten. Gar nicht mal so schlecht. Und hier hoch. Hier sind, soweit ich weiß, nirgendwo Secrets. Nö, sind auch keine. Dafür ist hier wieder eine gefährliche... ein gefährlicher Pfad. Und eine Falle. So. Truhe öffnen. Große Scherbe, wie ich gesagt habe. So. Den da unten können wir ignorieren, denn jetzt kommt eine sehr lustige Stelle. Hi Kumpel. Bong. Ja. Bleib genau da stehen. Und hau gegen unser Schild. Bong. Ja, du bist fast tot. Und jetzt überrollte ich nochmal einen Felsen. Okay. Wir müssen jetzt erst einmal gucken, dass wir da hochkommen. Ohne, dass uns die Felsen platt rollen. So. Kurze Zwischenstation hier machen. Dem Magier da eine verpasst. Jetzt kommt gleich der nächste Felsen angerollt. Danke. Rollt ihn um und wir können hier oben rein. Zur nächsten Truhe. Der Dieb wirbt für uns den Hartstahlring. Den Ring habe ich ziemlich gerne. Den lege ich ja deswegen auch gleich mal an. Hartstahlring. Dieser Ring gehörte dem Ritterkönig Rendal. Er verleiht seinem Träger Stärke und absoluten Willen, sodass er vor den Angriffen der Gegner nicht zurückschreckt. Zu einer der bekannten Legenden über ihn erzählt die Beliebtheit, dass er sich einem Riesendrachen stellte und diesen in Stücke schlug. Also ja, ich glaube, Rendal aus dem Reiche Baldur war etwas überheblich. So, wir müssen jetzt hier runter. Au. Etwas weniger schmerzhaft wäre besser gewesen. Und dort sitzt unser Freund Siggi. Der die Schlangen hier normalerweise getötet hat. Aber gut. Dann müssen wir das übernehmen. Ah, okay. Du solltest nicht Siggi hauen. Ja, komm zu uns. Und stirb einfach. Gut. Die andere Schlange müsste er dafür getötet haben. Die liegt denn hier irgendwo rum, oder? Nö. Normalerweise sind hier unten zwei Schlangen und Siegmeier hätte sie beide getötet normalerweise, aber die eine war wohl wieder lebendig. Oho! Ah! Where did you come from? Splendid news, I tell you. Gute Neuigkeiten. Ja, er sitzt jetzt hier unten fest. Ah, I'm missing my spike. Yes, indeed. I've run up against the wall. Or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit, quite a bit of, you know, perhaps we'll have another development. Ja, er hofft darauf, dass irgendwas passiert. Also er hofft darauf, dass irgendwas passiert, dass die Felsbrocken da, die da, die großen runden Steine verschwinden, die da dauernd runtergerollt kommen. Wegen denen sitzt er nämlich da unten fest. Na komm, wir warten auf den nächsten und dann geht's dann wieder ab nach oben. So,
hier wieder warten. Und weiter. So, jetzt können wir hier durch die Nebelwand durch. Und wir hören schon einen Aufzug. Und wir sehen wieder eine Druckplatte, die wir zu unserem Vorteil etwas ausnutzen können. Vielleicht. So, genau. Zweimal in den Rücken geschossen, einmal von uns eins auf die Nase bekommen. Und dann können wir weiter wachen. Weil jetzt hat sich nämlich die ganze Konstruktion gedreht und jetzt kommen die Steine hier. Und wir müssen ihnen folgen, weil gegen sie anzurennen ist in diesem Fall blanker Selbstmord. Also jeder, der das versucht, der wird einen auf den Deckel kriegen. So, hier ist ein Steinloch. Also hier rollen die Steine runter. Ja, gleich kommt der nächste. Und genau, irgendwann fangen sie an, stecken zu bleiben. Und das ist gut für uns. Warten wir das mal kurz ab. So, jetzt kommt gleich noch einer. So, und der nächste wird die Mauer kaputt machen, weil er da nicht mehr runterrollen kann. So, hier an der Stelle bringen wir uns mal kurz in Sicherheit, warten bis der nächste kommt, der dann bestimmt kommt. So, dann plündern wir die Leiche hier. Die hat nämlich den goldenen Schlangenring. Wow. Uah, das war nichts. Okay, wir können uns hier unten kurz heilen. Und dann kann ich euch kurz mal den Schlangenring hier unten auch gleich zeigen. Goldener Schlangenring. Die Schlange ist ein unvollkommener Drache und das Symbol der Untoten. Fremd. Da sie Opfer verschlingt, die größer sind als sie selbst, gilt sie auch als Symbol für Gier. Fremd. Ja. Dieser mit einer Schlange verzierte Goldring gewährt seinem Trinker eine höhere Chance, bei einem besiegten Gegner Gegenstände zu finden. Also ja, sie würde unsere Beutehäufigkeit auf 300% steigern, beziehungsweise um 200%. Was ziemlich viel ist. Also später, wenn wir bestimmte Sachen farmen gehen wollen, brauchen wir diesen Ring unbedingt. So, Kiste. Beziehungsweise man denkt, es ist eine Kiste, aber in Wirklichkeit ist das eine Mimik. So, weg mit der Mimik. Am besten immer von hinten hauen, bis sie sich nämlich dann umdrehen, sitzt tot. Und sie hat einen Blitzspeer dabei. Gut. Vor diesem Fahrstuhl mache ich jetzt erst einmal einen Cut. Und was dann dahinter kommt, sehen wir beim nächsten Mal. Drückt mir die Daumen, dass die Aufnahme immer noch klappt. Bis dann.